Wenn man sich heutzutage durch so Internetforen begibt oder so Kommentarleisten oder egal wohin, jede öffentliche Plattform, dann glaube ich, dass sehr viele Menschen das Gefühl haben können, dass sie nicht gewollt sind in Deutschland oder in der Gesellschaft oder dass sie falsch sind, so wie sie sind. Weil es sehr viele Menschen gibt, die sich dadurch heroisieren und selbst nach oben stellen, dass sie andere niedermachen. Und ich habe gemerkt, mir hilft das enorm. Diese ganzen Leute, die mir immer schreiben, dass sie gut finden, was ich mache und dass sie mich als Person gut finden. Das hilft mir jede Woche wieder. Und deswegen dachte ich, vielleicht machen wir das heute mal und sagen das diesen Menschen, die vielleicht auch gerade erst anfangen mit dem Leben, weil die 15, 16, 17 sind. So, vielleicht sitzt du jetzt gerade vor der Kamera und du merkst, alle anderen sind anders als ich in meiner Klasse. Alle anderen, guck mal, die ganzen Jungs stehen auf Mädchen, die Mädchen stehen auf Jungs. Vielleicht hast du gemerkt, bei dir ist das nicht so. Vielleicht bist du ein Junge und hast gemerkt, ja, aber ich mag viel lieber Jungs. Oder du bist ein Mädchen, hast gemerkt, nee, Jungs geben mir gar nichts, ich stehe mehr auf dieses Mädchen-Ding. Digi, das ist völlig okay. Du bist toll, so wie du bist und lass dir von niemandem einreden, dass das was Komisches ist. Lass dir nicht ein schlechtes Gewissen dafür machen, dass du bist, wie du bist. Du bist toll, wie du bist. Und du bist ein Teil von uns allen, du bist das Volk, Digi. Vielleicht sitzt du auch gerade davor und merkst, ich sehe auch anders aus als alle anderen. Hier um mich rum, die sind alle so hell auch. Die sehen hell aus. Und du bist der Einzige, der nicht so hell aussieht. Oder einer von wenigen vielleicht. Und vielleicht musst du deswegen sogar Sachen ertragen. Beleidigungen oder Beschimpfungen oder auch nur komische Blicke. Digi, lass das nicht mit dir machen. Egal wie du bist, du bist toll, wie du bist. Und es ist, viele Menschen in diesem Land sind froh, dass du hier bist. Vielleicht bist du hier geboren, vielleicht auch nicht. Vielleicht deine Eltern nicht, vielleicht deine Großeltern nicht. Es ist völlig egal. Es ist schön, dass du da bist und du bist ein Teil des Ganzen. Du bist das Volk, Digi. Vielleicht ist es auch so, dass du zu Hause sitzt und merkst, das mein Körper sieht nicht aus, wie er anscheinend aussehen soll, laut der Werbung und laut irgendwelchen Internetsachen und irgendwelchen Zeitschriften. Vielleicht findest du irgendwas eklig an dir. Digi, scheiß drauf. Entweder das geht weg, dieses Gefühl, und wenn du schaffst das selber, da rauszukommen. Nichts an dir ist hässlich. Es gibt nicht, das ist schön. Das ist alles Photoshop, das ist Bullshit. Es geht nicht darum, wie du aussiehst. Es geht darum, dass du ein schöner Mensch bist. Und wenn du ein schöner Mensch bist, dann werden das genug Menschen werden das erkennen. Und dann kannst du irgendwann dieses Gefühl auch lernen, dass du nicht alleine da stehst. Du bist ein Teil von dem Ganzen hier. Du bist das Volk. Vielleicht bist du auch einer von denen, die einfach wenig Geld haben. Alleine, weil die Familie schon wenig Geld hat. Vielleicht merkst du willst dir Sachen kaufen, so wie alle anderen um dich rum, aber kannst du nicht, weil du kein Geld hast. Digi, scheiß drauf, es geht nicht um Geld, es geht nicht darum, möglichst viele Sachen zu haben. Du brauchst nicht viel Geld, um Mehrwert zu schaffen innerhalb von einem Kreis von Leuten. Gib das an Menschen weiter, was du geben kannst. Und wenn das nichts Materielles ist, dann gib Freude oder Hilfe oder was auch immer. Es ist egal, wie viel Geld du hast, du gehörst dazu. Du bist das Volk. Lass uns das nicht vergessen und sag das den Leuten. Wenn du Menschen kennst, die anders sind als normal, wenn du vielleicht selber so bist, Alter, lass den Kopf nicht hängen. Erst recht, wenn du 15, 16, 17 bist, das ist der Anfang. Vielleicht, da kommt noch so viel, das wird noch so geil. Du wirst auf jeden Fall eine Menge Menschen treffen, denen es genauso geht wie dir, die dich mögen, so wie du bist. Und das ist die Hauptsache, das ist alles. Weißt du, wo du eine Menge von diesen Menschen treffen kannst? In einer meiner Live-Shows. Im Herbst geht es wieder los, um noch so ein bisschen Werbung zu machen. Ich will ja, dass diese ganzen genialen Menschen draußen, dass wir uns mal treffen irgendwo.